10 besten Karten jetzt nach 2 Wochen mal schauen, wie sich das Spiel so weiterentwickelt hat. Und da gibt es wieder eine Menge schöne Karten, die ihr unbedingt auschecken solltet. Da ist für jeden was dabei, ne? Wenn euch mal gerade Fortnite langweilt oder Battle Royale, guckt euch mal diese Karten an. Nummer 10. Auf dem 10. Platz haben wir Deathrun King. Also für alle Fans von Deathrun auch mal jetzt in Creative 2.0. eine Experience, ne? Nicht super krass, aber hat ein paar neue Elemente, die halt Creative 2.0 ausmachen. Unter anderem eine Cutscene, ne? Also eine kleine Zwischensequenz. Und hier sehen wir gerade Jonesy, der vom Dürrburger eingesperrt wurde. Ne? I'm leaving. If you want to save your friend, I'll be at my castle. You'll never get away with this, D-Ball King. My friend is coming to save me. Sogar mit eigenen Voicelines und so weiter, ne? Und da geht das auch schon los, ne? Hier Level 1 hat so eine quasi eine kleine Overworld und das ist eine coole Idee, ne? Die Kameraansicht wurde geändert und der hat jetzt eine fixe Kameraansicht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung, aber ist definitiv eine neue Idee. Und dann hat man quasi hier sowas wie Super Mario World, so eine kleine Welt, wo man von Map zu Map springt. Und hier sind eine Menge coole Sachen dabei, Leute. Also wirklich schöne Deathrun Experience jetzt in 2.0. Ne, Map-Codes findet ihr wie immer natürlich in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch andere Videos jetzt, ne, zu den besten Horror-Maps, zu den letzten Top-10-Maps. Ne, damit wir da hier so ein kleines Archiv haben, könnt ihr gerne mal auschecken, wenn ihr euch jetzt eines dieser Maps hier anguckt. Nummer 9. Nächste Map nennt sich Cubed, ne? Eine sehr interessante. Wir haben hier einen kleinen Rubik-Rubik, aber der Twist dabei ist, ne, dass ihr mit Autos versuchen müsst, auf diesem Würfel hier zu überleben. Das ist auf jeden Fall Multiplayer-Spaß, ne? Ihr solltet da auf einem öffentlichen Match spielen. Ne, ihr habt hier quasi ein kleines Destruction-Derby, aber der Würfel dreht sich. Ja, der dreht sich, Leute, und dann müsst ihr gucken, dass ihr auf jeden Fall ordentlich das Timing erwischt, dass ihr auch nicht mit dem Auto runterfällt, aber auch nicht zu... Ja. Simple, schlechte Idee. Lässt sich aber mit ein, zwei Freunden so ein bisschen Mario Party-Stil auf jeden Fall mal auschecken. Und sorgt für ein paar Minuten Spielspaß. Nächste Karte, eine Free-for-All-Karte, ist eigentlich optisch sehr, sehr nice gemacht, ne? Aber Mars Free-for-All. Wenn ihr ein bisschen Bock habt, auf Deathmatch gegeneinander zu kämpfen, habt ihr hier eine wunderschöne optische Karte. Sogar Kevin ist mit dabei, ne? Also nicht aus dem Bereich springen, Leute, ne? Aber optisch schön gemacht. Man findet nur leider nicht so viele Spieler, aber wenn ihr ein, zwei Freunde habt und immer gerne mal ein bisschen im Mars Deathmatch machen wollt, gibt unterschiedliche Klassen und optisch, wie gesagt, nett gemacht, ne? Gibt im Hintergrund so einiges zu sehen, auch wenn ich mir wünscht, dass man wahrscheinlich da runterkommt, irgendwie. Nummer 7. Nächste Map ist eigentlich etwas zum Auschecken, aber willkommen, Leute, in Night City. Cyberpunk ist am Start. Wir haben hier riesen fette Hochhäuser. Wir haben coole Neon-Autos und natürlich eine kleine RP-Map. Es gibt hier zwei Kandidatenklassen, ne? Man kann als Cop als auch Krimineller spielen. Da kann man hier ein bisschen rumdüsen. Ne? Ist nicht super krass jetzt gefüllt. Ein bisschen die Gebäude poppen im Hintergrund auf, leider. Sonst wäre das optisch wahrscheinlich nochmal richtig, richtig sick. Aber trotzdem eine coole Idee. Ne? Und wenn die Gebäude da sind, dann sieht es auch eigentlich ziemlich nice aus. Ne? Könnte so ein ganz kleiner Eindruck sein, Leute, wenn wir jemals mal einen GTA-ähnlichen Modus in Fortnite kriegen. Auch wenn das noch in weiter Zukunft liegt. Aber checkt auf jeden Fall Night City aus, ne, beziehungsweise diese Map. Nummer 6. Nächste Map für die Fans von Five Nights at Freddy's haben wir Animatronics Proper. Da ist schon mal einer raus oder sowas, ne? Aber wir haben eine Map in Freddy's Pizzeria. Copyright-Sachen. Ne? Ob die Map lange besteht, weiß ich nicht, weil sowas ja immer sehr problematisch ist. Aber ja, hier haben wir Freddy's Pizzeria, Leute. Und hier könnt ihr euch verstecken. Oder ich muss hier auf jeden Fall ein paar Leute finden, die sich verstecken. Weil einige eher einen Schlaganfall haben und da oben jetzt stehen. Ne? Hier ist Foxy drin, ne? Wirkt alles deutlich kleiner als in meiner Erinnerung, Leute, ne? Viele wissen das ja gar nicht. Immer wieder sind Leute echt erstaunt darüber, dass ich zum Beispiel Joy of Creation kenne. Aber ich habe früher alle Fangames von Five Nights at Freddy's gespielt. Five Nights at Freddy's alle Teile durchgespielt. Sogar Blind-Modus und so weiter. Also, ne, ruhig mal bei YouTube nach Stamplay, Five Nights oder FNAF suchen. Ihr findet viele, 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 viele Videos aus der Vergangenheit, Leute. Auch neuere Teile, zum Beispiel Security Breach. Nummer 5. Nächste Map ist zwar nicht unbedingt was Krasses zum Zocken, aber es ist schön zum Angucken. Ist eher eine künstlerische Map und wenn man hier in diese Richtung geht, dann guckt euch das mal an. Wenn man das Ganze ein bisschen mit Bäumen und Custom Props füllt, mit den Statuen hier,
kriegt man eine wunderschöne Strand- und Höhlenoptik. Ah. Und genau wegen solchen Optiken, auch wenn die Map jetzt kein Gameplay liefert, bin ich sehr gespannt auf Creative 2.0, weil damit sich richtig, richtig schöne Welten erschaffen lassen, die dann auch richtig Bock machen. Und wenn da noch mehr Zeit reingesteckt wird, kommt aber auch nochmal richtig nice Games raus. Vielleicht auch wirklich ein Spiel im Stile von Lara Croft. Nummer 4. Nächste Map, was für die Horror-Fans. Ich wollte in dieser Liste extra ein paar Horror-Maps weniger machen, weil ich dazu ein eigenes Video machen wollte. Deswegen gerne Abo-Button natürlich reinhauen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, weil inzwischen gibt es echt eine Menge Horror-Maps und die verdienen ein eigenes Video. Aber nichtsdestotrotz, Space Station Horror. Okay, hier kann man starten, dann geht das Game los und schon müsst ihr aus dieser Horror-Space Station entkommen. Ah, sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Oh! Komm, da einfach angekrabbelt, ne? Okay, das war gerade mein Skin, den ich gesehen habe. Ego-Perspektive. Grafisch sieht es auch schon mal ganz nice aus, ne? Wir sind im Weltraum. Natürlich gibt es hier kein volles Playthrough oder sowas. Aber Leute, wenn ihr gerne natürlich eine Horror-Map auschecken wollt, dann checkt die hier aus. Sieht vielversprechend aus. Wird, denke ich mal, auch mal eine kurze, nice Experience sein. Grafik ist schon mal nice. Soundeffekte sind da. Horror-Feeling könnte auch entstehen. Auch wenn natürlich vielleicht nicht das Krasseste. Da fehlt noch ein bisschen was, ne, um dann wirklich das krasseste Horror-Game zu werden. Aber Scary Doll zum Beispiel haben wir auch schon gespielt. Und die Killer-Banane. Gerne auch auschecken auf dem Kanal. Oben rechts auf dem i. Findet ihr noch so ein paar Videos verlinkt. Nummer 3. Nächste Map, wieder auf der Horrorgeschichte, aber diesmal in tiefen Höhlen, Leute. Ich hoffe, ihr seid nicht klaustrophobisch und natürlich auch Triggerwarnung. Es kommen auch ein paar Spinnen vor, soweit ich das jetzt in der Vorschau gesehen habe. Hat sogar eine kleine Geschichte, ne, dass wir als Expeditionsteam hier eingesperrt wurden und ich sollte mich erstmal ausrüsten, bevor ich in die Höhle gehe. Okay, das hat sogar noch mal ein bisschen Gameplay drinnen, ne? Grafisch ist jetzt vielleicht nicht so hübsch wie die letzte Map, aber oh ja. Oh ja, okay, ich dachte, ich muss da durch. So, nachdem man ausgerüstet ist, kann man in die Höhle reingehen. Oh ja, das wird klaustrophobisch. Okay, aber cool gemacht schon mal, ne? Ein paar coole, nice Elemente. Und wir rutschen tiefer in die Höhle. Ich sollte vorsichtiger sein, dann kann ich hier für immer verloren sein. Okay, mit einer Fackel. Was sind das hier, die Lichter für, ne? Aber ich bin wohl nicht die Erste, die hier unten ist. Tja, das ist aber echt doof. Das ist aber echt dunkel. Okay. Das fühlt sich nicht richtig an. Was macht der Stuhl hier unten? Okay. Alright, das ist sogar wirklich eine sehr nice Map. Deswegen kommt es ganz weit oben ins Ranking rein. Ne, bin mal gespannt. Da sind das Knochen. Ich muss einen näheren Blick erhaschen. Ja, solltet ihr angucken, Leute. Mal guckt euch den Blick an. Nummer 2. Die nächste Map, die habe ich zwar schon mal kurz gezeigt, aber gehört definitiv hier auf die Top 10 Liste, Leute. Ne, Cyber Rush nennt sich das Ganze. Fängt die Musik schon nicht vielversprechend an? Ne, da müssen wir hier durch. Und dann habt ihr fein Cyberpunk Gameplay. Zack, oh, da könnt ihr euch da grappeln. Der Grapple-Punkt ist ja mal mega getroffen. Und dann geht es durch die City. Oh, ist das nice gemacht. Oh, ist das nice gemacht. Das ist so cool. Ne, richtig, richtig geiler Style. Sogar mit Cutscenes. Oh, das ist nice. Ne, zack. Zack, 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 zack. Checkt die Map auf jeden Fall aus, Leute. Das ist, zeigt auf jeden Fall, ne, Creative 2.0, was es könnte. Und das ist nur ein Bruchteil. Ne? Es ist nice, aber man erkennt auf jeden Fall die Tricks. Sehr schlicht gemacht, aber ist eine coole Idee. Freue mich schon auf das 3D-Manövergerät jetzt, wenn es Dienstag rauskommt. Nummer 1. Aber auf Platz 1 auf dieser Liste der Maps ist tatsächlich eine Hide-and-Seek-Map von Atlas. Atlas kennt ihr, ne? Die haben ja auch die alte OG-Map quasi rausgebracht, dem Reboot Royale. Die haben jetzt ihre nächste Map rausgebracht. Man ist quasi ein Tiny Mensch, wie bei It Takes Two. Ne? Und müsst euch dann verstecken und das ist wirklich liebevoll. Da sind kleine Details drin, eigene Modelle, die erstellt wurden. Es gibt viele coole Verstecke, drei unterschiedliche Maps. Technisch funktioniert es einfach, ne? Es funktioniert alles mit der Suche und was auch immer.
Also wirklich schöne gemachte Map mit Liebe zum Detail. Solltet ihr euch auschecken, ne? Unten in der Videobeschreibung jetzt draufgehen. Dort findet ihr zum Beispiel auch noch weitere Horror-Maps oder noch mehr Creative-Maps, die zum Anfang released wurden, die man natürlich sich auch immer anschauen kann. Auf meinem Kanal findet ihr Tutorials auf der rechten Seite genauso. Ne? Ein Abo-Button, wenn euch das Video gefallen hat, damit ihr nichts verpasst. Ein Like-Button, um den Algorithmus zu supporten, Leute. Videobeschreibung, Kommentar. Gib mir Flosse. Klappt.